meine Lieben, ich habe jetzt hier noch zwei tolle Produkte für euch, die ich euch ganz gerne noch vorstellen möchte. Und zwar einige von euch haben mich auch schon gefragt, was wir da haben für die Augenbrauen, weil ich finde, die Augenbrauen sind ganz wichtig bei einer täglichen Make-up-Routine, weil die einfach das ganze Gesicht einrahmen. Und man da wirklich ganz, ganz viel mitmachen kann, um einen wacheren, frischeren Look zu schaffen. Und ich zeige euch jetzt mal, es gibt zwei Produkte von Unique für die Augenbrauen. Und zwar sind die beide sehr verschieden. Wir haben einmal hier den Augenbrauenstift. Der hat so eine ganz präzise, dünne Spitze hier vorne. Den kann man so rausdrehen. Und da kann man ganz, ganz fein und präzise die Augenbrauen mit nachziehen, auffüllen. Und das sieht sehr natürlich aus. Den gibt es in drei Tönen. Einmal in hell, in mittel und in dunkel. Ich benutze den mittleren. Der ist ganz gut dafür. Wer ganz, ganz helle Augenbrauen hat, der bräuchte den hellen. Und wer richtig, richtig dunkel ist und ganz dunkle Augenbrauen hat, der braucht den dunklen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Hinten ist so eine Bürste dran. Das ist ganz gut, um die Augenbrauen damit ein bisschen in Form zu bürsten. Und zwar bürste ich die so ein bisschen nach oben. Wer jetzt richtig lange, buschige Augenbrauen hat, der kann die so nach oben bürsten und dann so mit der Nagelschere hier oben die abstehenden Härchen so ein bisschen wegtrimmen. Ich finde das immer ganz wichtig, dass die auch wirklich schön in eine Richtung fallen. Also das kann man toll mit der Bürste hier machen. So, dann mit der Spitze hier, ich zeige euch mal auf der Hand, das ist so eine Farbe, ganz wischfest natürlich, die hält super gut, da verschmiert euch nichts. Spiegel verschmiert. So, gucken, ob ich das hier hinkriege. Ich mache das normal im Badezimmer, da habe ich natürlich keinen Spiegel vor der Hand. Und zwar einfach hier oben an den Augenbrauen so eine ganz gerade Linie nach oben ziehen. Und dann hier nach unten ein bisschen abschrägen. Und nach unten ausfallen lassen. Und dann von hier unten, wo das hier unten losgeht, von der Spitze, schräg nach oben. Und damit mache ich die so ein bisschen dicker und ziehe da so eine tolle Form mit rein. Seht ihr das? Dann fülle ich die damit so ein bisschen auf. Das hat so einen natürlichen Effekt, das ist unglaublich, weil das Letzte, was wir wollen, sind Augenbrauen, die aufgemalt aussehen. Seht ihr das, wie die automatisch schon nach oben geht, wie die so unregelmäßig ist und die schön nachgezogen ist. Was ich dann mache, um da einen richtig tollen Effekt mitzuschaffen, nehme ich unser Augenbrauen-Gel. Das ist, das kommt in so einer kleinen Bürste hier und da sind lauter so kleine, das ist ein Gel in der gleichen Farbe und da sind so kleine Fibers drin. Ne? Also das könnt ihr dann so ein bisschen drehen und damit kann man die Augenbrauen toll auffüllen. Also wer dünne Augenbrauen hat, der kann damit die richtig schön auffüllen. Und mit dem Bürstchen nochmal richtig zurechtzupfen. Das sieht also wirklich so aus, als hättet ihr eure Augenbrauen ganz natürlich so. Das mache ich damit. Da brauchen wir auch gar nicht viel. Da hat man wirklich super lange von. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich das Ganze mit eurer Bürste. Andere Seite. Nochmal schön in die Richtung zupfen. Und dann bleibt das auch so. Und durch das Gel, das ist natürlich ein bisschen feucht, werden die dann auch schön so angelegt bleiben. Also ich finde, es ist ganz wichtig fürs Gesicht, dass die Augenbrauen eine tolle Betonung bekommen.
Ihr könnt das natürlich noch definierter machen. Ich mag das natürlich ganz gerne natürlich. Jeder hat natürlich auch andere Augenbrauen, die er betonen möchte und wie er die gerne zeigen möchte. Man kann das natürlich noch intensiver machen oder man kann die auch ein bisschen dunkler machen. Also das ist euch ganz überlassen, wie ihr das gerne möchtet. Aber hier mit dem Augenbrauenstift ist das eine ganz tolle Sache und ist das ganz einfach und schnell passiert. Und mit, wie gesagt, wer ganz dünne, feine Augenbrauen hat und möchte die ein bisschen auffüllen. Wie ihr bei mir sehen könnt, ich habe da so Lücken zwischen, da ist es ganz gut, wenn man mit dem Gel da durchgeht und füllt die so ein bisschen auf. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren.